Transportschiffe, Kisten, Häuser. Denen von der Neuen Republik fallen kreative Dinge ein, die sie mit ihrer Flotte jetzt machen können. Das Metall der Schiffe ist zu vielen zu gebrauchen. Kane, was hältst du davon, dass die Neue Republik all ihre Kampfschiffe verschroten lässt? Die Entscheidung kam gestern. Nach 28 Jahren des Friedens in der Galaxis wird die Flotte nicht mehr gebraucht. Die Republik weiß nicht das, was ich weiß. Sie wissen nicht, was Gallius Rex vor 28 Jahren in unbekannten Regionen gesät hat. Ich weiß nicht, zu was es herangewachsen ist. Sicher zu nichts Gutem. Was auch immer es ist weit weg. Ich war Gouverneur dieses Planeten, als das Imperium unterging. Ich gehörte zu den letzten militärischen Resten der Armeen des Imperators. Jetzt entscheidet sich die Republik, ihre Flotte aufzulösen. Andere Mächte werden sich erheben. Jetzt, da niemand die militärische Kontrolle mehr über die Galaxis hat. Keine Partei darf je wieder so mächtig wie das Imperium werden. Das sehe ich inzwischen ein. Darum gebe ich dir einen wichtigen Auftrag. Worum geht es? Das schicke ich dir gleich. Flieg jetzt nach Hosnian Prime. Nimm von dort aus ein Schiff mit einer großen Reichweite. Wofür? Wie gesagt, Kane, ich schicke dir gleich alles. Bereite du dich schon mal vor. Ich muss noch die Daten verschlüsseln. Hey, bist du schon im Orbit? Keine Sorge, Clivian. Ich bin in Sicherheit. Ich aber nicht. Ich sende dir jetzt die Daten. Du musst sofort verschwinden, wenn du sie hast. Mir sind Machtnutzer auf den Fersen. Hast du die Daten erhalten? Ja, sie sind da. Gut, viel Glück und jetzt verschwinde. Ich verstehe immer noch... Ihr habt viel Zeit gebraucht, um euch von der Rebellion zu erholen. Nicht gebraucht. Genutzt. Sagt dem Meister, wir haben den Auftrag erledigt. Clivian ist tot, einer der letzten alten Gouverneure. Und wie es aussieht, haben wir noch mehr erreicht, als wir uns erhofft haben.